Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Heute hören wir aus dem Evangelium raus, wie Jesus den Jüngern eigentlich beten gelehrt hat. Denn er sagt, wir sollen nicht so wie die Heiden lange Gebete runtersagen. Gott kennt sie eh, die Gebete. Aber wir sollen einfach reden mit Gott, dem Vater. Denn er sagt, wir sollen sagen ihm: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Einfach sprechen. Und es ist doch ein Geschenk von Gott, dass wir ihm, Gott selber als Vater, ansprechen dürfen und können. Denn das ist doch eine Gnade, dass wir Gott als Vater haben. Und ein Vater kennt die Sorgen seiner Kinder. Und wir sollen ihn bitten, wie es heißt: Gib uns heute das Brot. Nur für heute, nicht schon für 14 Tage. Denn jeder Vater gibt doch nicht schon ein Brot 14 Tage vorher ein Kind, sondern nur heute. Und wenn wir so eigentlich jede Bitte bringen zu Gott, so wird er auch uns erhören. Und das ist eigentlich das schönste Gebet, was Jesus uns gegeben hat. Das soll uns bewusst werden. Und wenn wir vielleicht heute Zeit haben, beten wir mal langsam das Vaterunser durch. So richtig meditieren. Es ist so selbstverständlich, dass wir den Vaterunser beten, aber gar nicht so bewusst. Und es stammt ja von Jesus. Und Jesus hat es bestimmt für uns Menschen gut gemeint, dass er uns alles, das was wir brauchen, die Verzeihung, die Bitten, die Anrede, es ist alles vorhanden in diesem Gebet. Meditieren wir uns vielleicht heute, nehmen wir uns die Zeit und beten es bewusst einmal das Vaterunser langsam durch. Dann sehen wir, was für einen Schatz dieses Gebet eigentlich hat.